Herr Regierungsrat-Quoderer, Sie hatten heute unter anderem ja auch die Ehre, das Goldene Lorbeerblatt zu überreichen, haben selber gesagt, es ist auch für Sie ein schöner Anlass. Warum haben Sie sich gerade für die beiden Preisträger dieses Jahr entschieden? Es ist ja so, die Regierung beschließt letztendlich, wer das Lorbeerblatt überkommt, aber es ist immer aufgrund von einem Vorschlag von der Sportkommission. Ich denke, es ist auch gut, eine Kommission dort evaluieren, wer gehört die Frage kommen, macht ihn zuhanden von der Regierung einen Vorschlag und die Regierung folgt den Vorschlägen, die die Sportkommission gemacht hat. Und so freut es mich natürlich, dass wir auf der anderen Seite den Marco Bühl haben dürfen ehren und auf der anderen Seite der Dr. Peter Ritter haben dürfen ehren und Ihnen beten, das Goldene Lorbeerblatt von der Regierung überreichen, weil es wirklich Ausdruck ist von hervorragenden Leistungen im und um den Sport im Fürstentum Liechtenstein. Herr Büchel, erstmal herzlichen Glückwunsch natürlich zur Verleihung des Goldenen Lorbeerblatts. Sie haben in Ihrer Dankesrede ja auch sehr emotional sich bedankt. Warum, was bedeutet Ihnen das Lorbeerblatt? Ja, das ist vor der Regierung vom Land Liechtenstein die höchste Auszeichnung, die man überkommen kann als Sportler oder als Funktionär. Und dass ich das überkommen habe, die Wertschätzung meiner Leistung gegenüber, das ist sehr schön gewesen. Das macht mich emotional, das macht mich sehr stolz. Sie haben ja auch ganz kurz noch Ihre Rolle, beziehungsweise in der Laudatio ist ja Ihre Rolle auch international angesprochen worden, unter anderem auch Ihre Rolle als Kommentator beim ZDF. Was bedeutet das, als Liechtensteiner im deutschen Fernsehen auftreten zu können? Ja, ich bin natürlich stolz, dass ich darf als Experte beim deutschen Fernsehen co-kommentieren. Es ist schön zu sehen, dass ich dort angenommen worden bin, dass meine Stimme etwas zählt, dass meine Stimme anscheinend auch sympathisch überkommt, dass ich das gut erklären kann. Es ist wichtig, dass das zweite deutsche Fernsehen oder grundsätzlich in Deutschland, dass der Skirennsport präsenter wird und dass ich da mithelfen kann, erfüllt mich auch mit sehr viel Stolz. Herr Dr. Ritter, erstmal herzlichen Glückwunsch natürlich zum Goldenen Lorbeerblatt. Sie haben auch in Ihrer Dankesrede so ein bisschen Revue passieren lassen, was alles passiert ist in Ihrer herausragenden Karriere, die ja auch sehr lange angedauert hat. Was ist für Sie das Wichtigste am Sport, am Liechtensteiner Sport? Das ist die Identifikation mit unserer Jugend und die Möglichkeit der Jugend, die Chance zu geben, sich auszuleben, entsprechend ihren Talenten. Das ist die ganze Aufgabe eigentlich, die der Sportfunktionär hat. Die Rolle des Sports in Liechtenstein jetzt, also im Land und international, sehen Sie die schon als gebührend gewürdigt oder könnte man da noch ein bisschen mehr machen? Ich sehe sie im Inland sogar etwas überwürdigt. Wir müssten mit unseren Sportlern und auch die Presse, müsste eigentlich immer in Relation setzen zu dem, was wir sind. Und mir scheint, also teilweise wird übertrieben. Es wird zu hohe Forderungen nicht relativierend auf das Umfeld. Also zum Beispiel jetzt Schwimmmeisterschaften. Ne? Da nehmen zwei Liechtensteiner teil, die hervorragende Athleten sind. Und dann wird gejammert, dass sie nicht Landesrekord geschwommen sind. Dann wird gejammert, dass sie nur, weiß der Kuckuck, unter ferner liefen. Im weitesten Sinn sind. Nein, wir sollten stolz sein, dass sie überhaupt dort sind, dass sie sich qualifiziert haben dorthin. Und sollten auch in der Presse sie aufbauen und sagen, gratulieren, dass ihr das geschafft habt, das nächste Mal wird es besser. Das wäre die Leistung der Presse.